Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Eine kurze Vorbemerkung aus gegebener Veranlassung. Es hat sich in dieser 19. Wahlperiode des Deutschen Bundestages so eine Art Ritual herausgestellt. Viele Abgeordnete der Altparteien fühlen sich verpflichtet, einen Teil ihrer Redezeit für das verbale Einprügeln auf die Neupartei, auf die AfD zu opfern. Dieses AfD-Bashing ist geradezu zu einem Running Gag geworden. Der Duden bezeichnet das als wiederkehrendes Element der Komik und des Humors. Komik? Naja, es ist eher Ausdruck von Frust und riesiger Enttäuschung. Die kleineren Parteien hatten er gehofft. Sie könnten von den sich abzeichnenden Verlusten der Altparteien, der CDU, CSU, profitieren. Aber nur minimale Zuwächse. Das nagt natürlich. Das rumort. Und das ist noch nicht abgehakt. Bisschen Geduld. Und manchmal bricht es halt heraus und dann wird richtig draufgehauen. Auf die AfD als unvermutete, unerwartete Oppositionsführerin. Daher gibt es Überlegungen einer kleinen Gruppe von theateraffinen AfD-Abgeordneten, diese Leistung nicht ohne Würdigung zu lassen. Als Auszeichnung stellen wir uns die blaue Zitrone vor. Sie soll jährlich einmal in 3 Stufen verliehen werden. Und ich verrate kein Geheimnis, zu den heißen Anwärtern gehören Cem Özdemir und Britta Hasselmann. Britta Hasselmann, eine sehr sympathische Kollegin, wenn sie nicht gerade das Rumpelstilzchen gibt. Herr Kollege, es wäre gleichwohl schön, Sie würden zur Sache, zum Thema kommen. Es wäre gleichwohl schön, bei aller Wertschätzung für Ihre humoristische Einlage. Ja, gut. Ja, und so eine Art AfD-Bashing hat sich auch beim Katholikentag herausgestellt. Volker Münz hat uns dort gut vertreten. Und was hat man dort kennengelernt? Es waren so eine Art Münzfestspiele geradezu geworden. Und die Toleranten, die selbsternannten Toleranten, haben wieder mal auf die angeblich Intoleranten eingeschlagen. Naja, gut, Frau Ministerin. Entschuldigen Sie diese kleine Vorbemerkung, aber die Ausschreibung für den neuen Kleinkunstpreis musste mal kurz offiziell notifiziert werden. Bei aller Mühe, Frau Ministerin, die Sie sich gegeben haben mit dem Entwurf für den Einzelplan 16, lautet doch das Urteil: Fehlinvestitionen, Ressourcenverschwendung. Warum? Das Falsche wird durch Fortsetzung nicht richtig. Was ist falsch an der äußerlich schwarz-roten, innerlich jedoch links-grünen Energie- und Umweltpolitik? Sie geht von falschen Voraussetzungen aus und kommt daher, nicht verwunderlich, zu falschen Ergebnissen. Erstens, der Klimawandel ist nichts Ungewöhnliches, im Gegenteil. Die Wissenschaft sagt uns über die verschiedenen Erdzeitalter hinweg, wortwörtlich seit unvordenklichen Zeiten gab es nie, nie gab es ein konstantes Klima. Klimawandel ist das einzig Beständige. Wenn wir jetzt in einer relativen Warmzeit leben, dann sollten wir dankbar sein. Kaltzeiten waren Notzeiten, geprägt von Missernten, Hunger und Kriegen. Gleichwohl, die AfD spricht sich natürlich für einen schonenden Umgang mit Ressourcen, mit nur einmal vorhandenen Energieressourcen aus. Die im Ansatz falsche Energiepolitik müssen deutsche Stromkunden und Mittelständler ohne Befreiungsmöglichkeiten seit Jahren mit Milliardensummen finanzieren. Die AfD will das im Ansatz falsche Erneuerbare Energiengesetz ganz abschaffen. Zweitens, in dem Weltuntergangsszenario, in das wir angeblich hineinschlittern, haben Sie, Frau Ministerin, mit dem Kohlendioxid die Rolle des Weltenzerstörers zugewiesen. Kohlendioxid als Killergas. Der Erde steht angeblich der Hitzetod bevor, wenn der CO2-Ausstoß nicht drastisch reduziert wird.
So trommeln Sie Ihr Ministerium und die Hilfstruppen vom Weltklimarat seit Jahren. Wie steht es wirklich um das CO2? Kohlendioxid ist kein Schadstoff. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens. Für die Pflanzen ist Kohlendioxid der wichtigste Baustoff, ein unersetzliches Lebensmittel. Ohne CO2 geht die Pflanze ein, wortwörtlich wie eine Primel. Besser gesagt, ohne Kohlendioxid fängt sie gar nicht erst an zu wachsen. Drittens, bei der klimapolitischen Entscheidung hin zu den Erneuerbaren, weg von der Atomenergie, hat die Kanzlerin mit falschen, gezinkten Karten gespielt. Sie hat hier den Klimaengel gegeben, weil sie wusste, sie kann sich auf die Nachbarn mit ihren Atomkraftwerken fest verlassen. Sonst hätten wir nämlich schon im ersten Winter danach einen Hungerwinter und einen Kältewinter gehabt, ähnlich wie im Jahr 45 und 46. Ich komme zum Schluss. Mein Appell, wir brauchen Atomkraft als Brückentechnologie. Schluss mit den Windkraftmonstern, sie zerstören unsere Landschaft und unsere Tierwelt. Schluss mit den überteuerten Stromkosten. Ja zum Energiekonzept der AfD, ein Konzept auf echter wissenschaftlicher Grundlage, ohne Horrorszenarien, preisgünstig und zukunftssicher. Dankeschön. Als nächstes erteile ich der Kollegin Marie-Louise Dött für die CDU-Fraktion das Wort.